Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ja, heute gibt es mal wieder ein Update zu dem Thema What's in my bag? Ich zeige euch heute, was ich alles in meiner Handtasche mit mir rumtrage. Ich bin mir nicht sicher, wann ich das letzte gedreht habe, aber viel hat sich wahrscheinlich auch nicht verändert. Aber ich dachte mir, ich zeige euch das einfach mal und ja, das ist meine momentanige Tasche, aber wer mich kennt, weiß, dass ich Taschen über alles liebe und jeden zweiten Tag eine andere Tasche habe. Deswegen ist das jetzt einfach nur eine von 1000 Millionen Taschen. Und ja, dann würde ich sagen, wir gucken mal hier rein, denn hier ist ordentlich was drin. Und zuerst habe ich hier meinen Regenschirm. Je nachdem, wie das Wetter ist, habe ich natürlich einen Regenschirm dabei. Jetzt ist das Wetter gerade gut, deswegen habe ich ihn eigentlich nicht dabei. Auch wenn es früh regnet, packe ich ihn natürlich mit ein. Dann habe ich hier ein Haarspray und zwar ist das von Wella Flakes in der Stärke 3. Das ist einfach bloß so ein kleines Haarspray, weil durch den Schal immer meine Haare so fliegen und deswegen brauche ich immer was, wo ich meine Haare mit wieder befestigen kann. Dann habe ich hier noch das hier und zwar ist das einfach ein Einkaufsbeutel, weil man sollte immer einen Einkaufsbeutel dabei haben, denn ich habe immer keine Lust, Tüten zu kaufen. Weil ich habe genug Tüten zu Hause und deswegen habe ich den immer mit dabei, weil kann man auf jeden Fall immer gebrauchen, wenn man mal spontan einkaufen geht. Dann habe ich hier mein Lieblingsportemonnaie, das ist von Mr. Lady und das ist natürlich immer dabei, weil man immer irgendwie was kaufen geht, wenn es bloß früh beim Bäcker was ist, deswegen habe ich das auch immer mit dabei. Dann natürlich noch Taschentücher, braucht man immer. Dann meine Sonnenbrille, von wo die ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ich glaube von Primark. Bin mir aber nicht sicher. Ja, jetzt kommt die Sonne öfters wieder raus, deswegen habe ich die wieder mit eingepackt. Dann habe ich immer eine Zeitschrift dabei, die sieht doch schon ziemlich zerflattert aus, aber manchmal braucht man einfach was zum Lesen. Dann habe ich immer ein kleines Deo-Spray dabei und zwar habe ich jetzt hier das von Adidas, einfach um sich mal zwischendurch zu erfrischen. Dann habe ich meinen Schlüssel, der jetzt hier total verwurschtelt ist, immer dabei, weil hier ist alles dran. Hier ist mein Schlüssel für die Arbeit und für zu Hause. Alles mit dran und viel anderes Zeug. Dann habe ich natürlich immer meine Kopfhörer, sieht man gar nicht, weil die habe ich jetzt hier so zusammen gemacht. Meine Kopfhörer dabei, falls ich doch mal einen längeren Weg habe, muss ich Musik hören. Ja. Dann habe ich noch das dabei und zwar ist es ein kleines Notizbuch. Hier steht übrigens drauf, jede Lösung beginnt mit einem ersten Gedanken. Dann habe ich hier noch Sticker drauf gemacht und hier ist noch ein Kuli dabei. Und hier schreibe ich immer alles mögliche rein, was ich mir merken muss. Weil wenn ich mir das ins Handy schreibe, dann vergesse ich das eh. Dann habe ich meinen Terminplaner, der ist von TK Maxx. Plan in ist egal, okay. Ja, ich liebe diesen Terminkalender, hier steht echt alles drin, weil ich immer viel aufschreiben muss. Ja, den nehme ich auch für die Berufsschule und für alle meine Termine und der ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und zum Schluss habe ich noch meine Schminktasche, die ist jetzt auch neu von Müller. Und hier werde ich euch auch mal zeigen, was hier alles so drin ist, denn ich schleppe immer ziemlich viel mit mir rum. Und zwar habe ich hier zuerst ein Handcleansing-Gel drin von Sacrotan. Braucht man immer. Ja. Dann habe ich hier von Essence die All About Matte Oil Control Paper, die ich aber nicht benutze. Okay. Dann habe ich von Essence das All About Matte Fixing Compact Powder, einfach um mein Make-up wieder zu erfrischen. Klingt komisch. Auf jeden Fall das Weiße hier. Dann habe ich noch einen Spiegel dabei, den benutze ich eigentlich auch sehr selten, aber ich habe ihn dabei. Dann habe ich noch von Essence meinen Pinsel, ich weiß, es ist eigentlich ein Blushpinsel, aber dadurch, dass der so schön weich ist, kann man damit gut das Make-up wieder fixieren. Dann habe ich natürlich immer eine Handcreme dabei und zwar habe ich jetzt hier eine von Aveo, benutze ich zwar auch sehr selten, weil wir auf Arbeit immer Handcreme da stehen haben. Aber wenn ich dann doch mal in der Berufsschule bin oder sowas, benutze ich die hier. Dann noch einen Labello. Der ist jetzt von Isana Fruit and Gloss Schimmernde Feuchtigkeitspflege. Den habe ich, glaube ich, schon ewig hier drin. Benutze ich aber immer, ja. Dann habe ich noch mein Wimpern... Nein, das ist mein Augenbrauenbürstchen, so rum.
Dann habe ich noch zwei Haargummis mit dabei. Und dann habe ich so einiges noch mit dabei. Eine Haarklammer, wo Haare dranhängen. Okay. Dann habe ich noch einen, ich komme nicht mehr auf den Namen. Ein, keine Ahnung. Ein, ich will jetzt nicht sagen ein Lippenstift, weil es kein Lippenstift ist, aber hier steht ja drauf Lip Pencil, also diese Stifte hier. Einfach. Keine Ahnung, warum ich den da drin habe. Den benutze ich eh immer bloß zu Hause. Dann noch eine Nagelfeile von Evelyn. Wir neigen uns langsam dem Ende zu. Und dann noch eine Aspirin, falls ich mal Kopfschmerzen habe. Und noch eine Schmerztablette für andere Schmerzen. Und dann noch Mädchenkram. Und ja, das war in meiner Schminktasche. Ich glaube, in meiner Schminktasche ist fast mehr als in meiner ganzen Tasche, aber okay. Und ja, jetzt ist meine Tasche leer. Und das war der Inhalt meiner Handtasche, was ich jeden Tag mit mir rumschleppe und was jeden Tag auch viel zu schwer ist. Mein Handy habe ich übrigens auch immer dabei, aber das liegt gerade da hinten, deswegen komme ich da jetzt gerade nicht dran. Und ja, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social Media Seiten findet ihr natürlich alle in der Infobox. Und dann hoffe ich, sehe euch nächste Woche wieder zu einem neuen Video von mir. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt tschüss.